Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, als wir das Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote Comic-Heft mit dem Monitor benutzt haben. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Und zwar locken wir erstmal wieder unseren lieben Wächterfreund hier runter, verstecken uns wie immer im Spind, lassen ihn mal runtergehen. La 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 la. Wo bist du? So, und jetzt geht's nach hoch. Und dort werden wir jetzt die Polizeimarke mit dem Monitor benutzen. Keine Zeit rumzualbern. Und vielleicht noch das Messer. Nein. Das Messer hat leider nicht mehr geklappt. Schade. Wir gehen dann eben nochmal die Treppe hoch. Ihr kennt das Ganze ja. Wir ziehen das durch. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Wir haben schon den grünen Knopf und das Kabel komplett durchgerattert. Jetzt kommt noch der Monitor, die letzten Items und dann noch das Radio. Und dann haben wir es geschafft. So, Messer. Keine Zack. Kabel. Keine Zack. Oh nein. Okay. Immerhin haben wir schon mit zwei geschafft, die Runde. Keine Zeit rumzualbern, der Satz, wenn natürlich kommt. Das haben wir ja schon gestern festgestellt, dass das bei vielen Items der Fall ist. Aber eben nicht bei allen. Wer ist da? Na, deswegen bin ich immer bereit, direkt das nächste Item zu benutzen und den Satz zu skippen. Ist ja wohl klar, wir wollen ziemlich fünfmal den gleichen Satz anhören. Das wäre ja auch dämlich. So, Topflappen mit dem Monitor. Das wird wahrscheinlich... Genau, dann haben wir noch Senf und Ketchup. Oh nein. Das waren immerhin drei. Also wir kommen voran. Wir kommen voran. Ich glaube, ich bin positiv gestimmt, dass wir sogar das Radio heute noch in Angriff nehmen und dann morgen mit der ganzen Sache fertig werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, wieder in den Spind. So, der liebe Wächter. Hey, wo bist du hin? Wo bist du hin? Nirgends. Wir haben uns versteckt. Wir haben uns erfolgreich an die vorbeigeschlichen, wie immer. So, jetzt Telefonhörer. Keine Schere. Ah, es werden keine zwei. Oh nein. Ja. Da war ich etwas zu langsam mit der Cocktailkarte, aber das macht überhaupt nichts. Wir gehen nochmal die Treppe hoch. Ich meine, könnt euch ja denken, wir können mal spaßhalber einfach mal wieder die Treppe runtergehen. Für das es keine Animation gibt. Ich habe nicht geskippt. Okay. Alles klar. Erster. Na wa? So, dann wieder rein in den Spind. Wo wir übrigens auch passgenau reinpassen. Das ist so wunderschön. Hey, wo bist du? So, dann nochmal hoch. Dann Cocktailkarte. Keine. Strohhalm. Keine. Cocktailglas. Keine Zeit rum. Oh nein. Okay. Wir gehen alles durch. Falls irgendwo ein Satz versteckt ist, den wollen wir natürlich hören. Weil ich glaube, dass sich echt die wenigsten tatsächlich hier die Mühe machen, jedes Einzelne durchgehen. Also will ich wenigstens euch das kredenzen. Ein, zwei Perlen waren ja schon dabei. Das kann man ja durchaus mal so anerkennen. So, zum Beispiel... Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Kleiner Bügel! Mit dem Monitor. Keine Zeit. Was? Oh, ich habe mich verklickt, tut mir leid. Aber beim kleinen Bügel kam es jetzt immer ein guter Satz. Jetzt war ich eigentlich wirklich positiv gestimmt. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Und ich mache hier im Treppenhaus übrigens ein bisschen langsam. Nicht, dass das Spiel wieder abschmiert, das muss ja nicht sein. In den Spind. Ich meine, die Treppensteig-Animation, die können wir uns ja ein-, zweimal anschauen. Das ist ja kein Problem. Hey, wo bist du? So, also wir waren beim Kleiderbügel. Jetzt kommen wir zum alten Schlüssel. Keine. Dann haben wir die Unterschrift. Keine Zeit. Fälschen und... Oh nein. Ah, die Unterschrift des Baumanns. Vielleicht können wir die auf den Monitor knallen. Dann haben wir nämlich auch noch die Unterschrift von Dr. Marcel. Die könnten wir eventuell auch noch auf den Monitor knallen. Das wäre natürlich wunderschön. Wer ist da? Aber der Kugelschreiber hat auch nicht funktioniert. Sonst hätten wir so ein Rauschen reinzeichnen können. Oder wie das Muster eben auf dem Fernseher war mit den Fingerabdrücken. Das hätten wir rekapitulieren und da nochmal hinzeichnen können. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Aber das war wohl nicht der Fall. So, Unterschrift des Barmanns. Ich bin bereit. Keine Zeit. Für die Unterschrift von Dr. Marcel und das Formular. Oh nein. Okay, mehr war nicht drin.
Okay, wieder drei Items geschafft in einem Durchlauf. Mehr geht aber wirklich nicht. Mehr geht wirklich nicht. So, einmal hoch. Und ich merke übrigens gerade, ich muss aufpassen beim Switchen am Rand, weil ich tatsächlich aus Versehen den Monitor nochmal dran gelassen habe, meinen zweiten. Ich habe ja meinen zweiten Monitor dran, weil es einfach viel angenehmer zum Arbeiten ist. Nein, das hatten wir schon. Keine Zeit. Und... ich habe den Topf ausgewählt. Mist. Ja. Aber wenn ich jetzt während der Aufnahme raus switche und aus Versehen auf den zweiten Monitor rüberkomme, dann kann natürlich sein, dass die Aufnahme abbricht. Und dann muss ich wieder ganz krüppelig schneiden. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, aber mein Gott, das soll ja meine Sorge sein und nicht eure. Ich weiß gar nicht, warum ich euch damit zuquatsche. Eventuell, um die ganzen Laufanimationen zu überspielen und jetzt den Topf mit dem Monitor zu benutzen. Keine. Und jetzt den Generalschlüssel und keine, den Schraubenschlüssel und fast die Hake noch. So, die Hake noch. Und dann können wir uns in aller Seelenruhe das Radio mal ansehen. Dann sind wir auch schon mit dem Monitor durch. Sieh einer an. Wer ist da? So, ab in den Spind. So, ein bisschen schneller, Kollege. Hey, wo bist So, einmal hoch, dann die Hake mit dem Monitor. Das dürfte auch nicht gehen. Keine Zeit. Und dann können wir uns das Radio ansehen. Keine Zeit, Radio zu hören. Oh nein, Okay, wir haben keine Zeit rumzualbern. Wir haben keine Zeit, Radio zu hören. Können wir das Radio wenigstens dann mitnehmen und später hören? Das wäre noch eine sehr interessante Geschichte. Wer ist da? Und ich würde das wirklich gerne benutzen. Aber Edna bricht aus, es ist halt leider kein Wunschkonzert. Hey, wo bist du? So, dann einmal nach oben. Nehmen, Radio. Keine Zeit. Reden, Radio. Keine Zeit. Benutzen, Radio. Keine Zeit. Harvey, Radio. Mhm. Hey, auch nur keine Zeit rumzualbern, sind das die gleichen Sitze wie beim Monitor? Das wäre natürlich schade. Wer ist da? Niemand ist da. Wir können uns auch übrigens mal spaßeshalber hinter den Fässern verstecken. Obwohl wir wissen, dass das falsche Versteck ist, aber ihr wollt bestimmt auch wissen, was da so passiert. Was hältst du davon, Harvey? Lass doch dieses langweilige Radio in Ruhe. Wir könnten längst draußen sein. Oh nein, er kommt. Hey, wie bist du? Spiel. So, zuerst machen wir natürlich das Radio noch fertig, das ist ja klar. Also zuerst wieder den Wachturm hoch. Gut, dass wir diese Stelle hier noch nie gesehen haben. Und die Stimme von dem Wächter geht mir auch überhaupt nicht auf den Sack. Nach einer gefühlten Stunde. Hey, wer ist da? Hey, wo bist du hin? Wo bist du hin? So in etwa. So. Jan, Stuhlbein, Radio. Keine Zeit. Poloschläger, Radio. Kugelschreiber, Radio. Hey, okay, ich versuche es natürlich logischerweise so schnell wie möglich rumzukriegen, wenn wir die Sätze schon kennen, was gerade der Fall ist. Aber jetzt kommt Captain Unbrauchbar. Und Captain Unbrauchbar hat mit Sicherheit eine kleine Anekdote für uns. Da bin ich mir sicher. Ich meine, es wäre nicht Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbote die Erstauflage, wenn hier kein Bildchen zum Radio drin wäre. Das würde mich tatsächlich schockieren jetzt. In diesem Bild verplempert Captain Unbrauchbar wertvolle Zeit mit einem Radio, obwohl er eigentlich das Haupttor öffnen wollte. Oh nein, er kommt. Der war etwas ernüchternd. Das war im Prinzip der gleiche Satz wie beim Monitor, nur dass das Wort Monitor mit Radio ausgetauscht war. Schade. Ich bin etwas schockiert. Nicht vollends schockiert, aber etwas. So, wir gehen zum Spind, oder in den Spind besser gesagt. Wo bist du? So, dann können wir hochgehen und können hier die Polizeimarke benutzen. Keine Zeit? Oh nein. Okay. Polizeimarke, Messer, Gabel. Mehr war nicht drin.
Wir gehen hoch. Und versuchen unser Glück erneut. Wer ist da? Na was? So, in den Spind. Kurz bevor wir das ganze Rätsel hier abschließen, werden wir uns hier nochmal hinter den Fässern verstecken, wenn ich es nicht vergesse. Hey, wo bist du? Ich meine, er wird uns dann einfach schlicht und ergreifend erwischen. Aber den Satz dazu, den haben wir ja noch nicht gehört. Den wollen wir natürlich auch mitnehmen. Keine. Oh nein. Ah, hey, schade. Beim Ketchup wird sicherlich auch kein anderer Satz wie keine Zeit zum Rumalbern kommen, wie bei allen anderen Items auch. Dennoch werden wir es durchgehen, falls sich irgendwo ein Dialog versteckt haben sollte. Das soll ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass wir einfach random zwei Sachen kombiniert haben und daraus ein cooler Dialogstrang wurde. Das wäre ganz sicher nicht das erste Mal. So, Ketchup. Keine Zeit, Telefonhörer. Beim Radio anrufen geht nicht. Schade. Oh nein, er kommt. Okay. Die Zickzackschere haben wir geschafft. Bevor wir dann übrigens der Lösung nachgehen, die hat ja Proki schon gespoilert, heißt Kabel durchtrennen und Knopf drücken, beziehungsweise andersrum. Das werden wir dann gleich nochmal rausfinden. Werden wir auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, wir haben Stuhlbein, Messer und Schere beim Kabel nicht benutzt. Wir werden das genau in dieser Reihenfolge benutzen. Stuhlbein eher am unwahrscheinlichsten. Mit einem Messer kann man Kabel schon durchtrennen. Und mit einer Schere sowieso. Deswegen machen wir das in dieser Reihenfolge. So, Cocktailkarte. Keine Zeit zum Rumalbern. Strohhalm, Cocktailglas. Cocktailglas ging nicht mehr, schade. War ich ein bisschen zu langsam. Naja, was soll's. Wir gehen die Treppe hoch. Du. Wer ist da? Na was? So, ja, dich kriege ich. Das bezweifle ich. So, einmal ein bisschen schneller, der Herr Kollege Wächter. So, dann gehen wir hoch. Und benutzen das Cocktailglas mit dem Radio. Und dann den Kleiderbügel. Und dann den alten Schlüssel. Und dann kommt er schon wieder. Aber immerhin wieder drei Items. Wir kommen auf jeden Fall dem Ende dieser Schikane, dieser Tortur. Die Tortur für euch. Der kommen wir auf jeden Fall näher, dem Ende dieser Tortur. So. Irgendwann haben wir alle Items kombiniert und dann schade, dass es dafür keinen Erfolg gibt. Oh nein. Okay. Drei geschafft, aber leider. Leider hat es nicht gereicht, dass wir irgendwas erreichen konnten. Ich hätte gern auf dem Radio 3Xer verewigt. Ich meine, warum nicht? Wer ist da? Na warte! Und ein bisschen mehr Dialog hätte ich mir tatsächlich doch gewünscht. Wenn wir uns schon die Mühe machen, dass dich bei jedem Item kommt, keine Zeit rumzualbern. Hey, klar, ich meine, sie hat vollkommen recht, aber dennoch wäre es cool gewesen, hätten wir ein paar schöne eigene Sätze gekriegt. So, Fußnagel, Topf. Oh nein, er kommt. Okay, mit viel Glück schaffen wir es. Du bist an mir vorbeigekommen. Spiel da nicht. Und lass dich. Schaffen wir es beim nächsten Durchlauf, die restlichen Items zu kombinieren. Namentlich Generalschlüssel, Schraubenschlüssel und Harke. Die drei fehlen uns. Wer ist? Und vielleicht schaffen wir das jetzt in diesem Durchlauf. So. Hey, wo bist du hin? So, also, einmal hoch. Inventar bereit. Generalschlüssel Radio. Keine Zeit. Okay, oh nein, gut. Er kommt. Damit haben wir alle Items durch. Wir haben es geschafft. Wir haben es durchgezogen. Jetzt fehlt nur noch Folgendes. Ja, Klappe, Wächter. Wir gehen hoch und verstecken uns mal hinter den Fässern. Und dann schauen wir uns die Lösung an. Also wir versuchen, den Knopf zu drücken, beziehungsweise zuerst das Kabel zu durchtrennen. So, erstmal einmal runter und dann benutze Fässer. So. Zack. Kein gutes Versteck. Oh nein. Huch. Ich dachte, wir können uns jetzt verstecken. So, das kleine Fräulein ist auf der Flucht, was? Raus hier, oder ich mach dir Beine. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich. Okay, das kleine Fräulein ist auf der Flucht.
So, dann gehen wir einmal nochmal hier hoch und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der ist jetzt gemein, ich weiß, aber wir sind an der Zeit angekommen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge Edna bricht aus. Bis dahin, euer Matze. Ciao!